Herzlich willkommen bei Come On Jetzt. Unser Thema heute sind die Hygienedemos und das ganze Thema Freiheitsrechte, Gesundheit und Schutz vor Virus in Zeiten von Pandemie. Wir freuen uns sehr, heute Jens Berger dabei zu haben. Jens ist Redakteur bei Nachdenkseiten und eine meiner absoluten Lieblingsquellen. Wenn ich Bescheid wissen will, freue ich mich immer, wenn Jens Berger einen Artikel dazu geschrieben hat. Herzlich willkommen, Jens. Schön, dass du dabei bist. Hallo Petra, grüß dich. Und natürlich dabei Florian Kirner, unser Co-Host. Und ja, Jens, du hast ja auch, dein letzter Artikel bezog sich ja auch auf die Hygienedemos. Wir hatten am letzten Samstag ungefähr 10.000 Leute, die auf der Straße demonstriert haben. Und dein Titel war, bin ich jetzt auch ein Spinner? Genau. Was ist los? Sind es Spinner? Bist du jetzt zu Seiten der Spinner übergelaufen? Oder? Naja, mein Hauptproblem war ja, und da hat sich natürlich der Artikel auch jetzt daran aufgehangen, die überwältigende Kritik, die vor allen Dingen so aus den Mainstream-Medien nicht nur gegen die Demos, sondern damit verbunden ja auch gegen die Kritik im Allgemeinen, gegen die Kritik der Corona-Maßnahmen sich dann ausgeweitet hat. Da habe ich zumindest so das Gefühl, ja, dass ich so ein paar schillernde, ich habe es im Artikel genannt, so die dümmste gemeinsame Nenner, dass sich da dran aufgehangen wird, um auf die Kritiker im Gesamten zu schießen. Und ja, man traut sich da ja eigentlich kaum noch, auch auf den sozialen Medien kriegt man das ja mit, überhaupt noch irgendeine Kritik an den Corona-Maßnahmen und an irgendwelchen Definitionen, die vom RKI bestimmt wurden und so weiter, zu äußern, weil man dann gleich in diese Ecke geschoben wird, in diese Spinner-Ecke. Und naja gut, das ist eine rhetorische Frage. Ich selber sehe mich da jetzt halt natürlich nicht in dieser Spinner-Ecke, selbstverständlich. Und da wollte ich ja meiner Unmut mal ein bisschen Luft machen mit diesem Artikel. Und das ist mir zum Glück auch gelungen, hat eigentlich hauptsächlich so positives Feedback in den sozialen Medien und von unseren Lesern bekommen. Also es scheint vielen Menschen so zu gehen wie mir. Flo, bist du jetzt auch verspinnert oder wie schätzt du diese Demos ein? Naja, erstmal dieses Phänomen, was Jens beschreibt, habe ich auch auf Facebook gerade erlebt. Ich habe ja eine sehr klare Haltung letzten Endes doch artikuliert. Ich habe das Magazin Rubicon, das ich mitgegründet habe, öffentlich angegriffen, weil sie sich aus meiner Sicht also auf eine völlig verantwortungslose Schiene begeben haben. Ich habe mit dir, Petram, dieses Video über KenFM gemacht. Und dann habe ich es also gewagt, einen Artikel von 2017 von der Heinrich-Böll-Stiftung über Bill Gates zu verlinken. Und habe dann auf Facebook Anmoderation daraus zitiert, wo Bill Gates mit seiner Stiftung überall investiert ist. Also eben unter anderem Coca-Cola und also alle möglichen ekelhaften Konzerne. Und das wurde dann also empört von Leuten zurückgewiesen, begeistert, gefeiert von den anderen, ja, und die es zurückgewiesen haben, hat dann gesagt, ja, jetzt ist Heinrich Böll, muss dafür auch noch herhalten, und Leute haben gedroht, mich zu entfreunden und alles und so weiter. Und das ist also im Moment für mich einfach ein Zeichen für eine sehr vergiftete Debattenkultur. Ich habe jetzt, das ist ja auch unser Anliegen, zu gucken, wie man hier überhaupt wieder Dialog organisieren kann oder wie man diese verschiedenen Welten überhaupt verstehen kann. Mir ist aufgefallen, ich habe, was diese Demos angeht, in der Frankfurter Allgemeine Zeitung gelesen. Das ist so ein Artikel über Covid-Idioten sind unter uns. Ja? Und da wird so hergeholt, Jens, du hast es angesprochen, Linke, Rechte, Antifas, Nazis, alles demonstriert gerade gemeinsam. Mein Eindruck ist, dass man mit diesen Kategorien, über Nazis auf diesen Demos müssen wir nochmal sprechen, aber mein Eindruck ist, dass man mit diesen Kategorien von linke Bewegung, rechte Bewegung, da jetzt gar nicht so richtig rankommt, dieses Phänomen zu verstehen. Wie seht ihr das? Ist es eine rechte Bewegung, ist es eine linke Bewegung oder was ist der Charakter dieser Bewegung?
Florian, ich, fang ich mal an. Also ich sehe da auch gar kein, das ist keine homogene Bewegung. Du hast da natürlich jetzt diese Leute aus dieser esoterischen Ecke. Die Impfgegner, Impfkritiker, die sind natürlich mit dabei. Dann hast du auffällig viele Klimaleugner dabei. Und die sind ja ohnehin ja politisch, tendieren häufig so in diese AfD-Richtung. Und ne, klar hast du in der politischen Rechten, bei den Rechtsextremen und den sogenannten Rechtspopulisten, hast du ziemlich viele Leute dabei, die allgemein äußerst kritisch sind gegen alles, was von der Politik kommt und gegen alles, was von den klassischen Medien kommt. Schon fast so ein Umkehrschluss. Alles, was ist, in der Tagesschau kommt, muss falsch sein. Das sind ja Leute, die so ticken, und diese Leute sind, gehören natürlich dann auch zum, ja, so zum Kern dieser ja, Anti-Corona-Bewegung, wenn man es so nennen will. Aber natürlich besteht diese Anti-Corona-Bewegung, wenn es das überhaupt so gibt als homogene Masse, besteht natürlich jetzt nicht nur aus diesen Leuten. Dass diese Leute sofort dabei sind, ist klar. Aber ja, wir sehen das ja beispielsweise an Rubicon. Florian sagte es, würde ich jetzt nicht unbedingt jetzt bei der politischen Rechten verorten, aber gut, esoterisch drauf waren sie schon immer. Und deshalb war es jetzt nicht so überraschend, gerade so was alternative Medizinthemen angeht. Deshalb war es jetzt auch nicht so unbedingt überraschend, dass die jetzt da vorangegangen sind, was diese Kritik an Corona und Covid-19-Definitionen angeht. Aber ansonsten sehe ich dann eine sehr heterogene Masse. Und das Interessante ist ja eigentlich auch, aber da kommen wir bestimmt noch dazu, wie reagiert die politische Linke da drauf? Denn gerade für uns müsste das ja auch ein Thema sein, das ja auch unglaubliche soziale und sozioökonomische Auswirkungen hat. Nicht Corona, sondern die Corona-Maßnahmen. Und da haben wir natürlich das große Problem, dass wenn dieses Feld bereits irgendwelche ja, Spinnerten und irgendwelche Rechten jetzt bereits besetzt haben, dass viele von uns da so eine Kontaktängste haben und nach dem Motto, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, weil das Feld bereits besetzt sind, dann halten wir uns halt demonstrativ davon fern. Das ist natürlich, ja, das sind, die Auswirkungen davon sind natürlich verheerend. Das Thema wird uns ja noch lange Zeit begleiten, leider. Und wenn dieses wichtige Protestthema jetzt von der politischen Rechten und von irgendwelchen Spinnerten belegt wird, damit geben wir ohne Not, wie ich es finde, dieses Potenzial, das Protestpotenzial, lassen wir brach liegen. Ja, also ich, wie gesagt, ich erlebe das ja in Thüringen sehr deutlich, wo man von der rot-rot-grünen Landesregierung wenig eigenständige Linie und Positionierung eigentlich feststellen kann. Gleichzeitig, eben wenn man jetzt sagt, die politische Linke, wie sollte die darauf reagieren, dann ist ja da schon das Problem, dass ja auch die total gespalten ist. Ich meine, auf Common gab es ein Gespräch, eben wo Petram mit Michael Kronerbitter von einem linken Ärzte-Kollektiv in Berlin diskutiert hat, der das auch also alles wesentlich entspannter gesehen hat. Und es geht ja wirklich eher durch alle Lager. Und da, glaube ich, muss man aber sehen, das ist ja ein Phänomen, das du schon sehr lange hast. Also wir sind das ja von ganz früher noch gewohnt, dass du einfach wusstest, wenn einer jetzt CDU-Wähler ist, dann weißt du, was der zum Paragraph 218 sagt, und du weißt in etwa, wie der zum Blockkonflikt steht, und du hattest also 1000 angeschlossene Positionen, weil der CDU wählt. Der andere wählt halt SPD, dann wusstest du entsprechend, wie der zur Abtreibung steht oder so, ja. Und das hat sich ja natürlich schon lange aufgelöst, und das hat natürlich auch damit zusammen, hängt damit zusammen, wie Wissen organisiert ist und sich herstellt, wie Weltbilder sich herstellen im Internetzeitalter. Im Wesentlichen, jeder googelt sich frei Schnauze sein Weltbild, seine Weltanschauung zusammen, und gleichzeitig ist man ja so unter dem Druck, das kennt ja auch jeder von uns, dass du zu allem und jedem eine Meinung haben musst. Und du hast auch deine Filterblasen, ne? Genau. Und du musst dich zu Charlie Hebdo äußern und sagen, je suis Charlie, sonst bist du gleich verdächtig. Einfach zu sagen, Entschuldigung, ich kenne mich mit Frankreich nicht aus. Das geht irgendwie gar nicht. Ja? Und das, finde ich, führt eben auch zu einer Art von Politisierung, wo man ja eigentlich jetzt sehr froh sein könnte, dass es so eine Politisierung gibt, die aber halt unheimlich messy ist. Und das zeigt sich auf diesen Demos, wie auch, muss man sagen, in der digitalen Medienszene halt auf dramatische Weise. Also
ich nochmal zu der Frage, wie die politische Linke darauf reagiert. Flo hat es ja schon gesagt, die ist sehr heterogen. Allerdings, es gibt schon die meisten, in Berlin gibt es ja diese Demonstration am Rosa-Luxemburg-Platz, die ja von auch Leute, die eher aus der Linken kommen, ja organisiert wird, aber von Rechten wahrscheinlich ist gerade am gekapert werden ist. Das ist ein anderes Thema, muss man vielleicht nochmal ausführlicher diskutieren. Da gab es in der Freitag einen Artikel von Sarah Wartefeld, die aus einer Initiative ist, die dagegen Demonstrationen organisiert. Ich kenne auch viele, die auch dagegen demonstrieren, von Bündnis gegen Rassismus, Aufstehen gegen Rassismus etc. pp. Diese Bündnisse, die wir auch unsere Freunde und Mitstreiter da auch dabei sind. Und dazu muss, ich habe diesen Artikel gelesen und das ist schon so, da wird dieser Begriff Querfront drauf und runter wieder benutzt. Ja, also Querfront, Querfront. Und zwar versucht die Sarah zu sagen, gegen FAZ, die FAZ sagt, da gehen Linke mit Rechten auf die Straße. Hm. Und Sarah sagt, nee, das sind keine Linke, das ist Querfront. Hm. Also das ist so eine Figur, wo ich sagen muss, ey, also irgendwie versteht man so, mal an sich nach die Natur solche Bewegungen nicht. Weil erstens muss man verstehen, was passiert dort. Und dann müssen wir gucken, was machen wir damit? Wie stehen wir denn dazu? Und ich muss nur sagen, also dieser Begriff Querfront ist für mich das Dümmste, was in der linken Blase gerade so benutzt wird. Weil wenn man das so benutzt, dann wären die Gelbwesten in Frankreich ja auch eine große Querfrontbewegung, wo man hätte Hängefeld verlassen müssen. Weil da waren viele Rechte dabei, das wissen wir ja alle. Gab es ja auch, aber während der ganzen Gelbwesten-Demonstration gab es ja genau diese Vorwürfe auch von diesen Leuten. Mhm. So, und ich glaube, dass wir es hier mit einem Phänomen zu tun haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was Flo angesprochen hat, sozusagen eine Auflösung der traditionellen politischen Lager, die zwar noch da sind, oder die Organisationen und Institutionen, nicht unbedingt die Lager, und dass sozusagen Dissidenz und Mobilisierung außerhalb der Institutionen, außerhalb dessen, was man bisher gewohnt war. Ich habe es mal ein bisschen hart formuliert, gesagt, auch Protest in Deutschland war verwaltet. Deutschland ist eine sehr, sehr gut verwaltete Gesellschaft, was seine Vorzüge auch hat. Protest war auch verwaltet, aber das ist sehr stark zurückgegangen. Und jetzt erleben wir nicht verwaltete, spontane Proteste. Und so, insofern finde ich, dass man weder mit diesem FAZ-Frame alles Spinner, was Jens ja auch zu Recht angesprochen hat, noch mit diesem linksradikal-Taz-framiges, das ist Querfront, kommt man der Sache, glaube ich, nah. Also so versteht man es nicht. Hm. Du kannst auch so ein bisschen thematisch, kannst du das ja auch aufdröseln. Alle Themen, bei denen auch die politische Rechte gewisse Kritikpunkte hat, laufen da natürlich Gefahr, in diese Querfront-Ecke geschoben zu werden. Die einzige Ausnahme, die wir hatten, das waren jetzt die Klimademos, Friday for Future, Extinction Rebellion und so weiter. Klar, weil die politische Rechte dieses Thema entweder nicht interessiert oder sie bei dem Thema auf exakt der anderen Seite stehen. Schönes Beispiel, hat es in meinem Artikel auch angesprochen, Freihandel, die Anti-TTIP-Demonstration. Sogar da kam ja Jutta Ditfurth beispielsweise, der Spiegel, die Taz, glaube ich, auch, kamen an und haben tatsächlich bei dieser Riesendemo in Berlin, 250.000 Leute mindestens waren da, haben sich darauf eingeschossen, auf die 250 bis 300 Leute, die irgendwie diesem Pegida-Frontmann Lutz Bachmann gefolgt sind und auch auf der Demo waren. Da werden dann wirklich, diese Leute werden rausgepickt, fotografiert, um das Ganze dann irgendwie als Querfront-Demo diskreditieren. Und dann auch gleich, das ganze Thema wird dann auf die Forderungen der Rechten zusammengeschrumpft, sodass wir unsere ganzen Forderungen, die am Freihandel eigentlich innerhalb der politischen Linken indiskutabel sein sollten. Also sollte jeder, der politisch links steht, da kritisch zu positioniert sein. Aber die werden dann plötzlich nach hinten geschoben, nur weil irgendein paar vereinzelte Rechte oder ein paar vereinzelte Spinner da mitlaufen. Klar, und was du gerade eben noch sagtest, meine früher der so bealten DGB-Demos, die hatten natürlich noch die Leute, die Manpower, dass sie Ordner stellen konnten, dass sie irgendwelche Spinner, die dann da aufgetaucht sind oder irgendwelche Rechten, dann den Platzverweis erteilen konnten. Bei so einem spontanen Demos hast du das natürlich nicht. Du bist nicht so gut durchorganisiert heute mehr, dass du wirklich darauf achten kannst, dass da keine Spinner auftauchen, die dich irgendwie an schlechtes Licht stellen. Und manchmal fragt man sich auch, warum,
will man das überhaupt? Ist das überhaupt Sinn der Sache? Muss man da vorher händisch alles ausdelektieren? Ja, mit so einem bösen Wort, dass eine Gedankenpolizei erstmal die Ideologie der Demonstranten checkt und sagt, du darfst mitmarschieren und du nicht. Muss man auch mal die Frage diskutieren, ob das jetzt überhaupt so sinnvoll ist oder ob eine Demonstration das nicht aushalten muss, dass auch ein paar Spinner darunter sind. Also weißt du, an Spinnern hat es ja auch auf linken Demos nie gefehlt. Klar, natürlich nicht. Aber ich sehe da schon ein Phänomen und vor allem auch eine Argumentationsfigur, die sich mehr durchsetzt und die ich sehr problematisch halte. Und das ist eben, links und rechts spielt keine Rolle. Wir sind ja irgendwie alle Menschen und wir sind ja alle für Grundrechte. Quatsch, das ist eine Geschichte, die im digitalen Mainstream, wie ich das ja nenne, seit vielen, vielen Jahren gepusht wird. Links und rechts spielt keine Rolle mehr. Ich lasse mich sehr, sehr gerne darauf ein, dass es nicht mehr so klar konturiert ist wie früher, aber letzten Endes gibt es ja doch eine sehr klare Vorstellung, ob ich eben ein universalistisches Menschenbild zum Beispiel habe, ob ich der Meinung bin, dass alle Menschen qua Geburt die gleichen Rechte haben und so weiter und so fort, oder ob ich halt da eine andere Haltung dazu habe. Ja, also so. Diese Argumentationsfigur, die zieht sich komplett durch. Ich habe zum Beispiel hier in Hildburghausen, in der kleinen Stadt in Südthüringen, wo ich wohne, gab es einen Bürgermeisterwahlkampf. Die AfD-Kandidatin wird von einem absolut offenen Nazi, also der Nazi-Devotionalien in seinem Versandhandel verkauft und so weiter, unterstützt. Sie wird bei einer Podiumsveranstaltung gefragt, wie sie dazu steht, dass er sie unterstützt. Sie sagt, ich will Bürgermeister für alle sein, links und rechts interessiert mich da nicht so. Der Volkslehrer, also der Nikolai Nerling, ein Holocaust-Leugner, springt auf diesen Demos rum. Das ist irgendwie überhaupt kein Problem. Er wird auf KenFM in so einem am Set, wo man die Demonstranten zeigt, auch nochmal kurz zu Wort kommen gelassen. Also ich finde das schon ziemlich problematisch, dass diese Firewall gegen rechts außen da überhaupt nicht mehr vorkommt. Und jetzt könnte man ja sagen, na gut, ist ja kein Problem, weil sozusagen der Gesamtsog der Sache geht ja in eine positive Richtung. Ja, also das wäscht sich sozusagen raus. Tut's aber nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Demos unterm Strich ein wesentlich größeres Forum für rechte Ideen bieten als für emanzipatorische und linke Ansätze. Sag aber auch gleich dazu, ich war noch bei keiner Demo, ich habe es mir selber noch nicht angeschaut, ja. Aber gerade eben auch diese esoterische Stimmung, die da drin ist und so. Und ich faste gerade, also ich bin überhaupt nicht jemand, der da weit weg ist davon, ich meditiere, alles wunderbar und so weiter. Aber ich glaube halt auch an sowas wie Wissenschaft und Medizin und möchte also doch ganz gerne auch da eine vernünftige Krisensteuerung bei diesem Virus eben haben. Und wie gesagt, also ich glaube, der Sog von diesen Demos geht in keine gute Richtung. Ja, aber warum geht der Sog in... Sorry, Petra? Nee, entschuldige, Jens, mach du. Okay, aber warum ist das so? Es ist klar, ich meine, das ist jetzt abgeschmackt, was ich jetzt sage, aber wenn wir vernünftigen Linken den Idioten das Feld überlassen, müssen wir uns nicht darüber wundern, dass die Idioten dann die Mehrheit haben und die Demonstrationen in ihre Richtung lenken. Klar, wenn wir alle zu Hause bleiben, wie, da stellen wir doch mal lieber die hypothetische Frage, welche Auswirkungen könnten diese Demonstrationen haben, wenn linke Bündnisse dorthin gehen würden und den Laden übernehmen würden und beispielsweise natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften, Abstandsregelung und so weiter, aber beispielsweise mal für sozial Schwache und ihre Situation jetzt in der Corona-Krise aufmerksam machen würden und da ihre Forderungen kundtun würden und kritisieren, dass jetzt die ganzen Subventionen schon wieder an die Großkonzerne rausgehauen werden, ohne soziale Kontrolle. Also all diese Punkte, die jetzt hier so ja klassisch links sind, die gehen ja dann unter. Und da sind wir natürlich auch dann selber schuld dran, weil wir das Feld diesen Leuten überlassen, die dann ihren Unsinn von wegen Bill Gates will die Menschen unterjochen und ihnen Mikrochips einpflanzen als Thema dieser Demonstrationen wählen, was natürlich indiskutabel ist und schwachsinnig ist, vollkommen klar. Aber dann nehmen wir ihnen doch bitte die Butter vom Brot und setzen unsere Themen. Das wäre jetzt meine Forderung an die Ganze. Ja, aber Jens, das sehe ich ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied, da schließe ich an dem, was Flo gesagt hat, zu den Montagsmahnwachen 2014,
Wir hatten damals ja auch eine ähnliche Bewegung, die aus dem Internet entstanden war, die nicht mit traditionellen Akteuren organisiert wurde, sondern alles spontan war, internetbasiert war, wo es auch ein unglaubliches Durcheinander und heterogen war. Nur der Kern dieser Mahnwachenbewegung waren Frage nach Frieden, statt Krieg, und zwar Eskalation gegen Russland und eine Verbindung mit dem Wirtschaftssystem. Wo ich sagen will, das ist eine ganz klassische linkes Kernthema eigentlich, ne? Wo auch damals Rechte versucht haben, daran anzudocken, nationalistische Diskurse reinzubringen und so weiter. Aber da war es, haben wir auch gemacht, Florian und ich, ja, mit einigen anderen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, konntest du als Linke, weil der Grundanliegen sehr, sehr nah war an der politischen Linke. Ich habe immer gesagt, diese Bewegung, ihre Hauptadresse ist der Bundestagsfraktion der Linken im Bundestag. Ja, das ist ihre Hauptadresse. So. Philipp, kann ich sehr gut einschätzen, weil damals gehörte ich nämlich zu den Idioten, die gesagt haben, da laufen so ein paar Wirrköpfe mit und so ein paar Rechte, distanzier dich mal schnellstmöglich davon. Das habe ich damals gemacht, was im Nachhinein ein großer Fehler war, klar. Gut, 1-0. Aber man lernt ja aus Fehlern. 1-0 für uns gegen dich, Jens, aber jetzt die andere Diskussion. Um mal gleich ein Eigentor zu schießen. Ich bin mir im Nachhinein nicht in jeder Hinsicht sicher, wie richtig oder falsch das war, wenn ich mir die weitere Entwicklung so anschaue. Ne? Muss man auch. Gut. 1-1. Ja, das ist ein Eigentor. Ich glaube, wir trennen mal unser Team. Ich muss mal alleine jetzt spielen, sonst liegen wir gleich zurück. Aber ich glaube, dass das Anliegen dieser Bewegung, ich kann mich damit nicht identifizieren. Das ist eben das Ding. Weißt du, wenn man jetzt in der und darüber sollten wir diskutieren, ja? Weil damals konnte man sich als Linke ganz klar mit dieser Bewegung identifizieren. Was ist das Anliegen dieser Bewegung? Was ist das Anliegen, genau? Die sagen ja, es geht um Grundrechte. So. Grundrechte, sagt man jetzt, klar, ist ein linkes Thema, natürlich. Ja? Aber in der Situation, wo wir eine Epidemie haben und dass dein Grundrecht auf Bewegung, dein Grundrecht auf Zusammenkommen, dein Grundrecht auf, du hast eine Fabrik und sagst, meine Arbeiter sollen jetzt zur Arbeit kommen. Diese Grundrechte werden eingeschnitten. Ja, grundsätzlich gebe ich dir ja recht. Aber wenn wir so beispielsweise mal, nehmen wir mal das Land Mecklenburg-Vorpommern. Die haben zurzeit, Stand gestern, 16 aktiv infizierte Covid-19-Fälle. Solche Sachen sind immer Abwägungen. Infektionsschutz, Seuchenschutz wichtig. Vollkommen d'accord. Aber wichtige Sachen, auch die Grundrechte, die Versammlungsfreiheit, sind auch sehr, sehr wichtige Sachen. Und man muss immer Abwägungen treffen. Und da muss man doch die Frage stellen, ob jetzt die Gefahr, sich in einem Bundesland mit 16 aktiven Fällen anzustecken, so überbordend ist, dass man dafür Freiheiten, Grundrechte, die durch das Grundgesetz gesichert sind, pausiert, suspendiert. Und da bin ich doch dafür, dass man da Abwägungen trifft. Selbstverständlich würde ich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt generell in Deutschland sofort sämtliche Maßnahmen über Bord werfen. Verbot von Großveranstaltungen finde ich nach wie vor sinnvoll und sollte meines Erachtens auch weiter durchgeführt werden und so weiter und so fort. Bloß, dass man differenzieren muss. Und das geht mir zum Beispiel momentan so ein bisschen verloren. Aber darf ich ganz kurz noch, Jens, ist doch klar, dass nicht jede Maßnahme, die getroffen worden ist, richtig war. Das ist auch ganz klar, dass man darüber diskutieren muss, dass man darüber streiten muss, was ist sinnvoll und was ist nicht. Aber diese Hygienedemos sind ja von vornherein auf die Straße. Und zwar gegen alles, was da an Maßnahmen gemacht worden ist. Sie haben ja nicht differenziert. Sie sagen, es geht um unsere Grundrechte gegen die Regierung. Haben die einen homogenen Forderungskatalog, den ich mir irgendwann anschauen kann? Das ist der Frame. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist der politische Arm, das ist die APO, das ist der außerparlamentarische Arm der Lockerungslobby, ja, die natürlich im Staat und Gesellschaft und in den Medien sitzt und von vornherein zu einer stärkeren Lockerung führen wollte. Also erstmal, wer setzt diesen Frame? Ist meines Erachtens sind es eher Leute, die das Ganze medial ausschlachten. Rubicon, KenFM zum Beispiel, die da vorne weggehen, bestimmte Facebook-Gruppen, die da den Ton angeben. Glaube ich eher die Lockerungslobby, doch ganz sicher nicht. Ich glaube nicht, dass in der Bild-Zeitung beispielsweise irgendetwas Positives über diese Demos steht. Ich lese die Bild-Zeitung jetzt nicht, aber das kann ich mir nun weiß Gott nicht vorstellen. Ich würde gerne noch mal zu dem Ursprung zurück, weil jetzt, wenn man sich mal anschaut, die Haltung, die da artikuliert
wurde und wird, ist ja schon die, dass der Virus eigentlich nicht gefährlich ist. Ja, das ist Quatsch. Stichwort ganz normale Grippe, nicht schlimmer als ein viraler Infekt, als ein grippaler Infekt, oder ist es gleich ein Fake? Das ist die Stimmung, mit der sehr viele in diese Bewegung hineingestartet sind. Es ist ganz klar, es gibt sehr viele einzelne Regelungen, die auch schräg sind, die auch zum Teil unmenschlich waren. Da muss ich aber sagen, gibt es ja auch durchaus eine Debatte darüber. Und also zum Beispiel Bodo Ramelow hat ein Interview in der Zeit gegeben, was ich wirklich sehr gut fand, wo er am Ende damit rausrückt, dass er zu einer Beerdigung seiner Nachbarin hingegangen ist, mit ganz viel Abstand, aber letzten Endes gegen die von seiner eigenen Regierung erlassene Bestimmung verstoßen hat. Und dann sehr selbstkritisch und nachdenklich sagt, also ob das alles so richtig war. Und es gipfelt darin, dass er sagt, wir haben die Leute alleine sterben lassen. Also da gibt es ja durchaus eine sehr kritische Diskussion darüber. Wenn man sich jetzt aber mal das weltweit anschaut, Staaten, die früh einen harten, konsequenten Lockdown gemacht haben und Staaten, die das nicht gemacht haben, wer schneidet da wie ab? Dann muss man sagen, ist das Bild, wenn du jetzt Deutschland und Brasilien vergleichst, ja, oder auch die USA und China durchaus, ja, doch relativ eindeutig. Jetzt, wenn man das nochmal zum Beispiel in Indien sich anschaut, da gibt es einen Bundesstaat, Kerala, der seit Jahrzehnten kommunistisch regiert wird. Ja. Und Kerala gilt in vielerlei Hinsicht als Muster-Bundesstaat Indiens, hat ein sehr, sehr gutes Gesundheits- und Bildungssystem und so weiter und so fort, höhere Löhne, also sind insofern sicher auch besser ausgestattet gewesen. Aber es ist so, dass während in Indien insgesamt die Situation natürlich recht schwierig ist, ja, und es also 67.000 Infektionen insgesamt in Indien gibt, gab es in Kerala bis jetzt 512, von denen 489 als genesen gelten und es sind nur 3 Leute an Corona gestorben. Wenn man jetzt sagt, was haben die gemacht, dann ist es eben so, sie haben eine sehr aktive Gesundheitsministerin. Aber Florian, das ist, so eine Vergleiche sind doch immer schwer. Man vergleicht doch mal Mecklenburg-Vorpommern mit Bayern, die so ungefähr die gleichen Maßnahmen und Gesetze haben. Ja, es spielt eine große Rolle. Ist ganz klar. Die Bevölkerung spielt eine ganz große Rolle. Du hast auf der Welt so ziemlich mit die höchsten Todesraten pro Bevölkerung hast du in Belgien. Erklär mir anhand der Maßnahmen, warum Belgien beispielsweise stärker betroffen ist als Schweden. Irland steht mit Schweden ungefähr auf einem Level. Es ist wirklich schwer. Aber das ist jetzt eine Diskussion. Ich weiß nicht, ob wir die... Würdest du widersprechen, dass es unterm Strich dieses Bild gibt, dass die Staaten, die den Lockdown zu spät und sozusagen... Nein, würde ich nicht widersprechen. Würde ich nicht widersprechen. Das sehen wir ja vor allem an den großen Fällen USA, Großbritannien. Vollkommen klar. Ich glaube, man muss diese Frage von Grundrechte und Gesundheit und Schutz, das ist ja ein bisschen der Konflikt, der gerade ausbricht. Und das ist wirklich, ich finde es auch wirklich sehr kompliziert. Weil natürlich unterstützen, also politische Linke muss sich immer für die Grundrechte einsetzen. Und zum Beispiel Demonstrationsrecht ist ja auch ein hohes Gut. Ja, und ich fand es für mich eine sehr gute, richtweisende Erklärung von Ulla Jelpke von der Bundestagsfraktion der Linken, die gesagt hat, in Zeiten, wo die U-Bahn fährt, warum soll man nicht Demonstrationen auch genehmigen mit Abstand? Ja? Und deswegen finde ich, das Demonstrieren eigentlich, also bei aller Kritik, die man jetzt auch an diesen Demos hat, ja, Demonstrieren muss erlaubt sein, solange alles andere in der ähnlichen Weise auch erlaubt ist. Wobei ich aber schon sagen muss, Demonstrationen, wo der Abstand nicht eingehalten wird, ja, dafür habe ich gar kein Verständnis. Und zwar echt 0,0. In Zeiten, wo die Kitas geschlossen werden, wo alle so leiden, damit der Virus zurückgedrängt wird, dann irgendwelche Vollidioten, sorry, einfach Abstandsregeln missachten. Ja. Es gibt diesen Fall, berichtet wurde bei Independent, dass in Wisconsin in den USA bei den Demonstrationen, die es gegen Lockdown gab, 72 Leute sich bei einer Demo angesteckt haben. Da muss ich schon sagen, da habe ich kein Verständnis. Also in München gab es eine Demo mit 3000 Leuten, die haben gepfiffen auf Sicherheitsabstände. Ja? Das gab es nicht. Und da muss ich sagen, bin ich der Meinung, das muss die Polizei auflösen. Das muss die Polizei auflösen. Ja? In Stuttgart haben sie es aber versucht, finde ich. In Stuttgart haben sie versucht, die Abstände zu halten. Sah auch ganz gut aus. Also ich war zum Beispiel gerade auf der Autobahn und dann war ich also in einem Stau. Und da kam mir folgender Vergleich, so grundrechtemäßig, eben wenn du jetzt vor dir einen Unfall hast, ja, so einen richtig gescheiten deutschen
Autobahnunfall, ja, und dann stehst du da. Ja, dann ist auch dein Grundrecht auf Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Also ich finde das ein bisschen albern tatsächlich, wie das da diskutiert wird. Ich würde mir auch persönlich wünschen, aber es ist klar, ja, Leute wie ich haben mit der Planung dieser Demonstration nichts zu tun. Eine Verlagerung des Schwerpunktes halt eben von diesen Grundrechten, was ich persönlich auch, ja, ich möchte jetzt nicht sagen albern ist es nicht. Es ist immer wichtig, für die Grundrechte einzustehen, aber weil es halt so eine Abwägungssache kompliziert, sagen wir es mal so, ich finde es kompliziert. Viel wichtiger finde ich die ökonomischen und vor allen Dingen die sozioökonomischen Punkte. Denn das ist ein ganz anderes Blatt. Ich meine, wir haben Covid-19 ist eine schwere Krankheit, gar kein Thema. Aber es ist jetzt hier nicht die große Seuche, die wir aus Hollywood-Filmen vielleicht kennen oder aus der Ebola, von Ebola-Fällen aus Westafrika. Und es ist die Frage, ob die man meines Erachtens auch mal offen diskutieren muss, ob mit dem jetzigen Stand der Verbreitung der Seuche, ob die ja ökonomisch massiven Einschränkungen oder mit massiven Folgen für uns alle und vor allen Dingen für diejenigen, die ohnehin schon unten stehen auf der Verteilungsskala, ob die in dieser Form jetzt noch gerechtfertigt sind oder ob man da nicht mit einer ja größeren Gewichtung auf die sozioökonomischen Punkte abwägen muss. Aber schon mal, was ich da nicht verstehe, ist, es wird doch gelockert. Es wird doch schrittweise und kontrolliert gelockert. Ja. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwer grundsätzlich widersprechen würde und sagt, du müsst jetzt... Aber doch immer noch in einem sehr geringen Maße. Naja, aber die Frage ist, ob das nicht sogar zu schnell ist. Also ich bin da, das können wir wirklich nicht genau einschätzen. Das ist auch ein bisschen die Frage... Mit diesem Virus, was ist letztlich die Strategie? Will man ihn zurückdrängen? Will man ihn wirklich ausradieren? Will man eine Durchseuchung machen? Ja? Mein Gefühl ist, dass die Regierung in Deutschland eigentlich eine der softesten Lockdowns im globalen Vergleich gemacht hat und dass wir mit auch die geringsten Zahl von Toten haben. Das muss man erstmal feststellen. Ne? Wir haben eine mit relativ soften Lockdown, sehr wenig Tote, was natürlich sehr viele Gründe hat. Das hat mit ziemlich hohem Bewusstsein der Bevölkerung zu tun. Ich finde, die Bevölkerung in Deutschland hat sich sehr verantwortungsbewusst verhalten. Das hat mit dem historisch gewachsenen Gesundheitssystem zu tun, Sozialstaat etc. etc. Ich will nur eins sagen, wir sollten auch nicht total naiv sein. Also ich bin auch auf diesen, wenn in der Zeit von Epidemie, wenn es um die Frage von Grundrechte und Schutz geht, finde ich, kann man die Diskussion nicht so führen, als gäbe es keine Pandemie. Also es ist einfach ein anderer Rahmen. Dennoch ist es natürlich so, wenn wir dann global auch schauen, dass wir eine Gefahr laufen, dass das Verhältnis von Staat zu Bürgern oder Bürgerinnen und Bürger, dass sich das in eine schlechte Weise dank der Pandemie hin zu Staat verlagern wird. Dass der Staat einen ganz anderen Zugriff auf Bürgerinnen und Bürger kriegt, die er vorher nicht hatte. Das, finde ich, kann man nicht ausblenden. Ne? Ich bin selber auch wirklich hin und her gerissen, weil das sehe ich einerseits, dass es global wirklich ein Problem ist. Ich finde aber, in Deutschland habe ich es nicht das Gefühl, dass großartig hier ein autoritärer Staat durchgefahren wird. Es werden immer wieder Testballons hochgeschickt, wie im Impfpflicht und so weiter. Bitte? Jein. Vielleicht auch nicht notwendig. Autoritär vielleicht nicht, aber sehr paternalistisch. Schau doch mal. Wenn ich mir jetzt auf Phoenix die Pressekonferenz von Angela Merkel, wenn sie sich mal wieder mit den Landesfürsten getroffen hat, anschaue, wenn verkündet wird, wie die Maßnahmen sich in Zukunft entwickeln werden, dann habe ich das Gefühl, dass ich ein kleiner Schüler bin und da Mutti spricht mit mir und sagt, ja, du warst ja letzte Woche, warst du ja ganz artig, das ist schon mal ganz gut. Ich kann dir in Aussicht stellen, wenn du die nächste Woche auch artig bist, brav deine Hausaufgaben machst und allen Forderungen von mir folgst, dann kannst du dann abends mal eine Stunde länger Fernsehen gucken. So habe ich das Gefühl. Und das ist kein Gefühl von Staat und Bürger, was ich habe. Das ist ein Paternalismus, der da durchkommt. Es wird über meinen Kopf entschieden. Ich werde als kleines Kind behandelt, das nicht selbstverantwortlich irgendwelche Entscheidungen treffen kann. Das finde ich schon sehr bedenklich.
Und eine Mitsprache habe ich sowieso nicht. Also ich meine, es ist klar, das haben wir in einer repräsentativen Demokratie ganz einfach nicht. Das ist, muss man schon so sagen. Aber es wird auch kommunikativ so rübergebracht, dass es noch nicht mal vorstellbar wäre, dass das Volk da eine Mitsprache hätte. Und Petra, du sagst es, ich finde, deine Analyse war schon ganz richtig. Gerade die Deutschen, die haben sich sehr verantwortungsvoll benommen. Hätten sie sich denn wesentlich hätten sie sich nicht so verantwortungsvoll benommen, wenn das Ganze jetzt nur eine Empfehlung wäre? Ich glaube nicht. Weißt du, mein Gegen- also ich hatte schon meine Maske im Supermarkt angehabt, lange bevor das Pflicht war. Die brauchte es nicht. Das sehe ich anders, Jens, aber gut. Ja. Das kommt darauf an, wie hart das kommt, sagen wir mal, weil wenn man mal ein Positivbeispiel nimmt, dann ist das eben, wie die schwule Szene mit HIV umgegangen ist, wo der ja wirklich einen tödlichen Virus hat. Es mich wundert das übrigens total, dass dieser Bezug in der Corona-Diskussion nicht ständig vorkommt, weil der für mich völlig offensichtlich ist. Und das ist eben am Ende gelungen, das zu kontrollieren, also lange bevor es diese Kombinationstherapien gab, indem es eben ein sehr hohes Bewusstsein in der Szene gab, indem das Safer-Sex-Regime auch sehr knallhart durchgesetzt wurde. Also in meiner Jugend war das völlig klar, dass alles nur mit Kondom geht. Das war völlig klar. Und in jedem schwulen Laden gab es Kondome, die umsonst rumlagen und so weiter. Also es war, und überall gab es Aufklärungsbroschüren und so weiter und so fort. Also das war wirklich dadurch aber dann auch eben etwas Stärkendes und Selbstorganisierendes, dass den Aufstieg der schwulen Bewegung dann und Lesbenbewegung in den 90er Jahren, glaube ich, wirklich vorbereitet hat, weil die, die es überlebt haben und die neue Generation, die da reinkam, in eine sehr stark bewusste, selbstorganisierte Szene reinkam. Und insofern, grundsätzlich würde das schon, denke ich, gehen. Und es ist auffällig, dass darauf nicht sehr gesetzt wurde. Also klar, Helden des Alltags und so, das fandet man schon alles ganz gut, aber das wollte man ja sehr viele Organisationen von unten jetzt, also ist jetzt nicht gerade stimuliert worden, sagen wir mal. Es kann aber natürlich auch schon denkbar sein, dass das dadurch relativ spät passiert wäre. Und nochmal zu Kerala, die haben natürlich schon auch richtig durchgegriffen, haben, wie es in diesem Artikel im Standard heißt, einen eisernen Lockdown durchgeführt, haben aber auch, was in Indien natürlich extrem wichtig ist, 600 lokale Corona-Informationszentren aufgemacht. Das heißt, die haben wirklich flächendeckend Informationszentren aufgemacht, um die Leute vor Ort eben auch zu informieren und das Bewusstsein zu heben. Ja, wir haben Rubicon. Naja, wir haben auch einen Drosten, ja, den ich wirklich sehr gerne zugehört habe. Ich finde, dass in Deutschland die Diskussion und Aufklärung in den Medien, ehrlich gesagt, fand ich nicht schlecht. Ich habe mit Freunden von mir gesprochen, die in Österreich leben. Ja? Die meinen, wir haben keine RKI. Wir haben keinen Drosten. Zu uns reden nur Politiker, und zwar nicht als Mutti, nicht als Tante, sondern als Befehlshaber. Ja, ganz ja. Andere Sprache, die es in Österreich zum Beispiel gab. Ja, also ich bin mir nicht sicher, Jens und Flo, die habt ja gesagt, natürlich sind wir dafür, dass Menschen selbstständig, selbstverantwortlich handeln. Völlig klar. Aber ich sage euch, ich arbeite in der Nachtlebenbranche, ja, mit Clubs und so weiter. Wenn es jetzt kein Gesetz gäbe, dass Clubs nicht öffnen dürfen. Was glaubt ihr, wie viele Clubs jetzt schon öffnen würden? Ja, das ist klar. Das ja? Und ja. Ich bin der Meinung, dieses Gesetz ist richtig, dass die Clubs nicht öffnen dürfen. Es zerstört meine eigene Existenz gerade, aber es ist völlig klar, dass das die Virusschleuder ist. Ja? Das sehe ich genauso. Ja, aber das ist eine Bevormundung. Aber guck mal, das ist ja ein Gesetz. Du kannst ja nicht sagen, kein Gesetz und nur Eigenverantwortung. Aber es wird wieder alles über einen Kamm geschert bei der Sache. Das ist ja das Problem. Denn was jetzt hier die Clubs in Berlin betrifft, das gleiche Gesetz verhindert es beispielsweise auch, dass eine Waldgaststätte hier im Harz nicht aufmachen kann, bei der das Infektionsrisiko gegen null geht. Okay, da das ist das Problem. Da müssen wir natürlich, da finde ich wiederum, dass Deutschland mit dem Föderalismus eigentlich weitergehen sollte, genau, ja, dass man das vorher entscheiden kann. Aber dieser Punkt mit, wir sind mündig genug, wenn eine Gesellschaft zu groß ist, wenn so viele Menschen da sind, ja, Vielleicht haben wir auch das Problem, du sagtest gerade eben, wir sind gut informiert, vielleicht sind wir zu gut informiert worden von den Virologen.
dass wir nämlich dann auch die Informationen mitbekommen haben, dass wir ja eben nicht primär uns selber schützen müssen, sondern dass wir primär halt die Vulnerablen, wie es so schön heißt, beschützen müssen und dass es um die geht. Und das ist dann halt auch der Unterschied zur AIDS-Thematik, die Florian ja angesprochen hat, bei der ja sicherlich auch der Eigenschutz im Vordergrund stand. Wer will schon selber an irgendeiner Seuche sterben? Und ja, wir haben nun mal so gute Informationen, dass wir, zumindest wir drei jetzt zum Beispiel, die jetzt keiner Risikogruppe angehören, was Covid-19 angeht, das Risiko für uns selber, wahrscheinlich, also bei mir ist es zumindest so, ich schätze es für so niedrig ein, dass ich jetzt keine Maßnahmen irgendwie zum Eigenschutz ergreifen würde. Das Ganze ist ziemlich abstrakt, ist klar. Muss man in abstrakten Zusammenhängen denken und da wird es dann natürlich wieder schwierig. Da ist es dann wahrscheinlich einfacher, wenn man das einfach alles von oben bekommt. Das nimmt dann halt das Denken ab. Ich würde gerne mal ein bisschen Schwenk nochmal machen zu der Frage, was kann eigentlich eine emanzipatorische Antwort in der jetzigen Situation sein? Und da gibt es einen sehr spannenden Aufruf weltweit von über 1000 Wissenschaftlern und Künstlern und Schauspielern und Intellektuellen unterzeichnet. Der heißt Degrowth, neue Wurzeln für die Wirtschaft, der im Wesentlichen eben die Frage diskutiert, wie soll das jetzt eigentlich hinterher weitergehen? Der allerdings auch natürlich den Zustand des alten Normal schildert, ja, mit 820 Millionen unterernährten Menschen auf der Welt, der ökologischen Katastrophe, in die wir uns hineinbewegen und so weiter und so fort. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man im Moment viel lauter sein müsste. Also auch Petram sagt gerade mal so lapidar, ja, es zerstört gerade meine Existenz. Mhm. Ja, da muss ich sagen, Entschuldigung. Also wenn Solidarität mit der Allgemeinheit dazu führt, dass Existenzen vernichtet werden, dann ist es, glaube ich, auch eine sehr billige und akzeptable Forderung, dass diese Allgemeinheit dann auch dafür aufkommt, dass diese Existenzen nicht zerstört werden. Gastronomie brauchen wir nicht reden. Also da wirst du eine Pleitewelle erleben, sondersgleichen. Natürlich, das ist eine Branche, der es vorher auch schon sehr schlecht ging, wo ich aber auch sagen muss, nicht so sehr aus eigener Schuld, sondern weil sehr, sehr viele Computerkasse, Stichwort und so weiter, Maßnahmen eingeführt worden, die dieser Branche das Leben sehr schwer gemacht haben. Ja? Wenn man sich eben anschaut, wie kommt es denn zu diesen Pandemien, dann hat das natürlich auch zu tun mit Massentierhaltung. Das ist ja in verschiedenen Texten sehr gut herausgearbeitet worden. Es hat natürlich auch mit einem Bevölkerungswachstum zu tun, was sich in großen, großen Ballungsräumen wiederfindet, wo du dann eben vielleicht eine optisch sehr saubere Situation hast. Ja. Ich meine, in China, meine Eltern waren kürzlich da, also kürzlich heißt letztes Jahr natürlich, da sind die mit zum Hochgeschwindigkeitszug gefahren und während der Fahrt hat da zweimal jemand feucht durchgefeudelt. Ganz toll. Ja. Nur man sieht das ja an Krankenhauskeimen, dass eine optische Sauberkeit mit einer Hygiene nicht unbedingt identisch ist. Ja? Also dem multiresistenten Krankenhauskeim ist es wurscht, dass im Krankenhaus keine Spinnweben in den Ecken hängen und alles schön desinfiziert ist, ist da trotzdem fröhlich am sich verbreiten. Und dieser Aufruf jetzt da, der im Wesentlichen natürlich auch sagt, man muss sich vom Wachstumsparadigma verabschieden und man muss sozusagen eine ganz andere Form der Wirtschaft entwickeln und es geht natürlich sehr stark auch um ökologische Fragen, das ist ja auch ein Battle, der jetzt ausbricht, muss man jetzt wegen Corona die Klimaziele reduzieren und das sind Debatten, wo ich glaube, da müsste die Linke jetzt sehr laut einsteigen. Und natürlich, was die sozialen Folgen angeht. Das genau, um diesen Ball aufzugreifen. Ich glaube tatsächlich, dass es darum gehen muss, dass wir es über die sozialen und ökologischen Fragen der Nach-Epidemie-Zeit sprechen. Ich will aber noch mal was zu diesem, ich komme gleich dazu, ich will noch mal ganz kurz sagen, meine These ist, dass diese Demos und diese Bewegung eine große Ablenkung eigentlich davon ist, ja? Von dem, was wir eigentlich diskutieren müssen anhand der sozialen Probleme, die auftreten. Ich habe heute auf meinem Facebook gepostet, hier Problem der Nachtleben, wir brauchen eigentlich eine andere Art von Grundsicherung, ja, wegen der Pandemie. Schreiben meine Freunde, die so auf diesen Demos gehen, schreiben drunter, das ist doch alles Quatsch mit den Zahlen. Also ich finde, Rainer Mausfeld hat mal gesagt, dass die AfD und der Rassismus so eine Ablenkungsfunktion ist von eigentlichen Klassenkonflikten, die wir hier haben. Und ich würde mal meine These ist, dass diese
Grundrechtebewegung eigentlich eine Ablenkung oder Umlenkung ist von den eigentlichen sozialen Fragen und ökologischen Fragen, die wir diskutieren müssen. Denn es ist für mich relativ klar, der alte Sozialstaat, den wir hatten, mit Hartz IV, mit Sozialsicherungssystemen, die es damals gab, wird nicht ausreichen. Wird einfach bei der Pleitewelle, bei den 10 Millionen Arbeitslosen, die wir auf uns zukommen, bei der historischen Krise, die vor uns steht, diese wird nicht ausreichen. Und deswegen ist es interessant, wir brauchen also ein neues Sozialsicherungssystem. Und es ist interessant, es gab jetzt im Bundestag einen Antrag der Linken zusammen mit den Grünen, Hartz-IV-Sätze zu erhöhen. Ja? Alle abgelehnt und natürlich auch AfD und FDP, ja? Die sich sozusagen die Frontkämpfer der Lockerung sind. Ja? Also die Lockerungslobby sind genau diejenigen politischen Kräfte, die eine sozialere Antwort auf diese Krise gerade verhindern. Ja, okay, klar. Das ist, weil die Lockerungslobby sich so zusammensetzt, wie sie sich zusammensetzt. Das ist klar. Überrascht mich jetzt nicht. Auf der anderen Seite, was ihr beide gesagt habt, ist natürlich größtenteils noch sehr vernünftig. Die Frage ist bloß, für wie realistisch haltet ihr denn, dass da wirklich nicht nur Denkprozesse jetzt bei uns Linksintellektuellen einsetzen, sondern dass die auch wirklich diese Debatte gesellschaftlich geführt wird. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Du hast von dem Entwicklungsminister Müller gehört, ne, was er gesagt hat. Ja, aber der war vorher auch schon, gehörte immer zu den Vernünftigen. Ich weiß nicht mal, was der in der CSU macht. Ja, ein CSU-Entwicklungsminister, der sagt, wir können nicht zum alten Kapitalismus zurück, weil er auf Wachstum basiert. Ja? Der hat früher schon schlaue Sachen gesagt, also... Ja, wie kann man das ändern, außer jetzt YouTube-Videos zu machen, darüber zu reden? Ich möchte nochmal... Ich weiß auch nicht, ob die Wachstumsfrage, ob das jetzt der Punkt ist. Wo ich aber einen sehr wichtigen, vielleicht kann man das ja verbinden, wo ich einen sehr wichtigen Ansatzpunkt finde, das ist, wir sehen ja jetzt in der Krise diese globalen Lieferketten, was das für ein Problem ist, dass wir eine Regionalisierung, eine Re-Regionalisierung der Wirtschaft jetzt anstreben sollten. Ansonsten mit den sozialen Punkten gehe ich mit euch natürlich d'accord, klar. Und das sagt mir der Präsident der Industrie- und Handelskammer Südthüringen, sagt, Corona, das ist vielleicht eine Chance, diesen Irrsinn der globalen Handelsketten jetzt endlich mal anzugehen. Er argumentiert das schon seit Jahren, dass wir wieder das regionalisieren müssen. Ja, und was die Frage angeht, wie realistisch das ist. Ich möchte mal auf dieses Buch hinweisen, wundert mich auch, dass das nicht viel mehr eine Rolle spielt oder dass da keiner draufkommt. Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, Untertitel Krisis der europäischen Seele von der Pest zum Ersten Weltkrieg. Und seine Grundthese ist eigentlich, dass die Krankheit, nämlich die Pest, die Neugeburt der europäischen Seele eingeleitet hat. Und ich möchte mal kurz einen ganz langen Exkurs vorne dran über die Krankheit, die er völlig abfeiert. Und er sagt im Grunde, die Mutation, das Krankhafte ist das nach vorne Treibende. Jede Krankheit ist eine Betriebsstörung im Organismus, auch in der Geschichte der politischen und sozialen der Kunst, der Wissenschaft, des Glaubens sehen wir ja, dass Erschütterungen des bisherigen Gleichgewichts nicht durchaus immer nur verderbliche Erscheinungen waren. Vielmehr ist es klar, dass jede fruchtbare Neuerung, jede wohltätige Neubildung sich nur auf dem Wege eines Umsturzes zu vollziehen mag, einer Desintegration der Teile und Verschiebung des bisherigen Kräfteparallelogramms. Ein solcher Zustand muss vom konservativen Standpunkt betrachtet, stets als krankhaft betrachtet werden. Und er bringt dann also viele Beispiele, wo er eben sagt, im Grunde alles, was aus der Art schlägt, zum Beispiel auch in der Natur, die Weiterentwicklung der Pflanzenwelt passiert im Grunde über krankhafte Mutationen, die Beschleunigung von Entwicklungen und die wirkliche Transformation. So, ich möchte das hier nochmal sagen, ich sage es nämlich in jedem Interview oder Gespräch zu dem Thema, ich bin ein riesen Corona-Fan. Und ich weiß, dass sind Leute gestorben und soziale Folgen und bla 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 bla, stimmt alles, ich bin furchtbar betroffen, aber ich bin von diesem Normalzustand der letzten Jahrzehnte unglaublich betroffen. Der Normalzustand ist, dass Millionen Leute verhungern, dass die Polkappen schmelzen, wir in eine riesen Katastrophe reinrennen. Dadurch wird sich durch Corona was ändern? Ja. Da bin ich mir sogar sehr sicher. Du hast zum Beispiel im Moment ganz klar auf der Verliererseite den Auslandstourismus und auf der Gewinnerseite den Inlandstourismus.
beispielsweise. Ja, du hast auf der Verliererseite die Großstädte und auf der Gewinnerseite den ländlichen Raum. Und das sind nur einige Beispiele. Jetzt, wenn man sich anschaut, wie dieser Lockdown und das Runterfahren der Wirtschaft sich ökologisch auswirkt, kann man nur sagen, ganz hervorragend. Und jetzt natürlich ist die Gefahr riesengroß, dass es einen sozialen Kollaps gibt. Nur, Jens, du weißt es doch genauso, das, was da ökologisch abläuft, das wird so oder so zu einem sozialen Kollaps sondersgleichen führen. Also wenn ich mir jetzt mal wieder anschaue, die aktuellen Dürreergebnisse und was da weltweit abgeht, Fluchtwellen, Pipapo, die da ausgelöst werden. Und das, denke ich, muss man einfach sehen. Und da, denke ich, muss man hinein in diese Debatte. Ich glaube auch, wir müssten schauen, wie wir Aktionsformen entwickeln. Mein Ansatz ist aber echt nicht, zu diesen Demos hinzugehen, die da laufen, sondern ich denke, man müsste selber schauen, wie man Demos oder Aktionsformen organisiert, die eben diese Transformation der Gesellschaft jetzt aggressiv einfordern. Und rund um diesen Aufruf, Degrowth von diesen 1000 Intellektuellen und Wissenschaftlern und so weiter, gibt es eine Umfrage, nach der 71% der Weltbevölkerung, jetzt weiß ich nicht, wie diese Umfrage zustande kommt, in Deutschland sind es immerhin 57%, sagen, sie würden sozusagen eine gute Klimapolitik einer schnellen, sozusagen einem schnellen Ausgleich der sozialen Folgen vorziehen. Das heißt, ihnen wäre sozusagen eine gute Klimapolitik jetzt gerade wichtiger, als ob sie ein bisschen Wohlstand verlieren. Ja, und ich glaube, jetzt wenn wir mal auf die Demos zurückkommen, genau das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube auch, dass da haben wir vielleicht auch ein bisschen Differenz, Jens, weil ich glaube auch nicht, dass man als Linke oder emanzipatorische Kräfte in diese Anti-Corona-Maßnahmen-Protest einen Blumentopf gewinnen kann. Weil meine These ist, also ich verurteile überhaupt nicht Menschen, die dort alle auf die Straße gehen. Einige meiner Freunde sind dort auf der Straße und demonstrieren und Teil dieser Bewegung. Ich möchte auch mit diesen Menschen auf jeden Fall im Dialog bleiben, trotz der Kontroversen, die wir haben. Und wie du schon zu Recht gesagt hast, das ist eine sehr heterogene Bewegung. Ja. Meine These ist aber, dass hinter Grundrechte eigentlich die alte Normalität sich verbirgt. Das, was mit Grundrechte immer gesagt wird, ist das Recht, genauso zu leben wie vorher. Genauso zu arbeiten wie vorher, genauso zu produzieren wie vorher, dass diese Lebens- und Produktionsweise, die unterbrochen worden ist, ja, mit allen Problemen, die damit behaftet sind, dass die Menschen das wollen. Das ist der Grund, das ist die innere Dynamik dieser Bewegung, ein Wunsch ist, sofort zum Alten zurück. Und das müssen wir, finde ich, ablehnen. Und nur noch eine letzte Sache sagen, die Frage des sozialen Perspektive, das ist sowohl bei der Pandemiebekämpfung als auch bei der ökologischen Frage. Das Entscheidende, ob wir als Linke, als die politische Linke, eine soziale Perspektive formulieren und durchsetzen können, die diese Transformation, die notwendige Transformation, so macht, dass Menschen darunter nicht so viel Angst haben und leiden müssen. Und ich glaube, dass jetzt ein Fenster aufgegangen ist für die Idee eines Grundeinkommens. Ich weiß, Jens kriegt ein bisschen Pickel, wenn ich vom bedingungslosen Grundeinkommen reden würde. Deswegen sage ich es nicht. Ja? Ich sage ein Grundeinkommen, die aber etwas anderes ist als das Hartz-IV-System, eine wirkliche Sicherheit den Menschen gibt, das wie Flo auch gemeint hat, dass die Gemeinschaft, der Staat und die Gesellschaft für alle, von allen verlangt, dass sie verantwortlich sind, aber genauso für alle eine wirkliche Sicherheit gewährleistet. Das ist, glaube ich, eine Linie, mit der wir entwickeln müssen und auch irgendwie gucken müssen, wie wir es durchsetzen kriegen. Ja, natürlich. Das finde ich auch sehr wichtig. Übrigens, Florian, ich werde gleich mal hier den Hoteliers und Gastronomen bei mir im Dorfe erzählen, dass der Inlandstourismus der Gewinner von Corona ist. Ich glaube, sie werden sich freuen. Okay. Nein, aber was ihr gerade eben sagtet, ist, mein Gott, all in diesen Krisensituationen, was mich auch immer wieder fasziniert, ist, da nehme ich mich ja auch nicht davon aus, dass so eine Gelegenheit natürlich auch immer genutzt werden, um die Sachen, die man ohnehin vertritt, die Sachen, die man ohnehin wichtig hält, dass man die natürlich in der Krise dann auch für die Lösung der Krise hält. Das geht Florian wahrscheinlich genauso wie irgendwelchen FDP-Hanseln, die das jetzt als den ultimativen Beweis dafür sehen, dass wir freiere Märkte bräuchten. Finde ich immer so ein bisschen kompliziert. Wir leben ja in einer Demokratie und mein Gedanke geht immer in die Richtung, in welche Richtung verschieben sich die Probleme und die Forderungen der Leute.
Wie kann man sie mitnehmen für irgendwelche politischen Ideen? Und da sehe ich gerade eben jetzt weniger diese ganze Grundrechtsgeschichte. Ich glaube, die interessiert die meisten Leute auch gar nicht so. Was die meisten Leute allerdings sehr interessiert, das sind die sozioökonomischen Faktoren. Wir schlittern momentan auf eine Wirtschaftskrise zu, die es so in der Nachkriegszeit noch nicht gegeben hat. Die eigentlichen Opfer, ich glaube, das werden wir erst so in im halben Jahr, spätestens in einem Jahr werden wir das sehen, wie viele Millionen Deutsche dann eben zu einem Sozialfall werden und in diese Hartz-IV-Kategorie reinfallen werden, beziehungsweise als selbstständige, liebgewonnene Selbstverständlichkeiten verzichten müssen. Und wie erreiche ich diese Menschen dann zu einem wie auch immer gearteten Umbau des Systems zu Reformen im Positiven? Und da bin ich persönlich wesentlich skeptischer als ihr beide, da so Zeiten der Massenarmut, um es mal ein bisschen zuzuspitzen und zu übertreiben, im Grunde nie Zeiten für diejenigen sind, die progressive Lösungen vorschlagen, sondern meist Zeiten für Rattenfänger sind. Und auf der anderen Seite sinkt natürlich momentan auch die Masse, die wir verteilen können. So ein Grundeinkommen, wie Petram es beispielsweise anspricht, kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern ein Grundeinkommen, von dem alle Leute gut leben können, die es auf andere Art und Weise nicht finanzieren können, ihre Lebenshaltungskosten. Da muss ja die Allgemeinheit, das Ganze muss ja ein Umlagesystem sein, bei dem die Allgemeinheit dafür bezahlt. Wenn wir in einer tiefen Wirtschaftskrise stecken, sinkt natürlich diese Umverteilungsmasse. Ich glaube nicht, dass die Debatte dann in diese Richtung geht, die Petram vorschlägt, sondern gerade eben, das befürchte ich ja gerade eben, dass die Neoliberalen diese Situation ausnutzen werden, um die ganze Sache noch weiter runterzufahren, um noch weniger Staat, noch weniger Gerechtigkeit und noch mehr Privates und noch mehr Eigenverantwortung, wie es so schön heißt, durchdrücken wollen. Das ist meine persönliche Befürchtung, ist das. Also ich bin da wesentlich pessimistischer als ihr. Lass es mal. Ich hoffe, dass ihr recht behalten werdet, aber ich glaube es nicht. Da zu sehr über die Zukunft spekulieren, weil ich glaube, das Seriöseste, was man darüber sagen kann, ist, dass bei den total chaotischen und dynamischen Zuständen, die die Welt jetzt erreicht hat, gar nichts seriös vorherzusagen ist. Ja, Jens, wir können lange darüber diskutieren, warum Pessimismus richtig ist, und wir können Bücherregale wahrscheinlich voll machen, mit warum auch alles nicht klappt, weil vieles, was sich Linke überlegt haben in der Geschichte, hat ja auch nicht geklappt. Aber das bringt ja alles nichts. Ja? Wir müssen da überlegen, wie kommen wir voran und Hoffnung produzieren. Flo sagt ja immer, das Offiziere der Hoffnung. Ich bin ja der Berufsvoluntarist. Ja? Und deswegen glaube ich, dass die Chancen, die jetzt kommen, man nicht unterschätzen darf. Also ich sehe auch in anderen Kreisen meines Freundeskreises, die vielleicht nicht in der Politik waren, wie wichtig für die Solidarität und Achtsamkeit geworden ist. Und ich glaube, dass da jetzt eine Energie entstanden ist in der Gesellschaft, auf der Basis man wirklich eine Transformation und Wende auch machen kann. Ich hoffe, dass du recht hast. Alle, die Hoffnung haben oder Hoffnung produzieren wollen, sind auch willkommen bei Common. Ja? Hilft uns dabei. Wir sind die Adresse für euch. Schickt uns Nachrichten, wenn ihr was bei uns mitmachen wollt. Und die Nachdenkseite natürlich auch. Die Nachdenkseite natürlich auch, die beste Quelle. Ab und zu kommen pessimistische Artikel von Jens, aber die sind ganz gut, um die Welt zu verstehen. Wie sagte Gramsci, Pessimismus des Verstands, Optimismus der Tat. Ne? So, vielleicht kommen wir jetzt nochmal langsam zum Schluss. Ich will nochmal für die Abschlussbewertung unserer Ausgangsfrage der Corona-Proteste noch eine Sache, die dürfen wir nicht vergessen, dass tatsächlich Nazis, also richtig organisierte Nazi-Gruppen hier versuchen, dieses Thema auch für sich zu kapern oder dort auch großen Einfluss zu gewinnen. Es gibt auch Fotos von Nazis, die am Ordner auch in Stuttgart sogar dabei sind. Also es gibt Übergriffe in Sachsen-Pirna von Nazis auf Polizeibeamtinnen und Beamte. Und ich glaube, das ist ein reales Problem, auf dem man aufpasst. Auch in Berlin gab es letzte Woche sozusagen eine richtige Intervention von Nazi-Hooligans am Samstag, wo die auch auf Alexanderplatz gegangen sind. Das ist ein reales Problem, und das wäre eigentlich der Aufruf an alle Veranstalter und Veranstalter von diesen Anti-Corona-Protesten. Dieses Problem müsst ihr wirklich in den Griff kriegen, dass Nazis nicht einfach auf den Plätzen kommen können und da was machen können. Wenn ihr Hilfe braucht und Beratung braucht, könnt ihr uns auch anschreiben oder mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Gut, dann
Bedanken wir euch für Zuschauen. Ich glaube, dass diese Proteste, die wir gerade erleben, ist es auch nicht klar, vielleicht noch eine Frage. Glaubt ihr, dass diese Proteste jetzt langfristig weitergehen? Oder ist es eher eine Eintagsfliege, weil jetzt ja überall Lockerungen stattfinden und das alte, normale Leben ja ein bisschen wieder stattfindet, ja? Das denke ich schon, also dass die Proteste, ich denke mal, die werden am Wochenende jetzt ihren Höhepunkt finden, zumal die Zahlen, die ich da gehört habe, ja ganz astronomisch sind und ich mir bei überhaupt nicht vorstellen kann, wie das Ganze im Einklang mit Abstandsregelungen oder mit irgendwelchen Hygieneschutzgesetzen überhaupt vonstatten gehen kann. Deshalb denke ich mal, dass das ein Wendepunkt sein wird und wie du gerade eben sagtest, ohnehin die Lockdown-Aufweichung ist ja schon beschlossene Sache. Und insofern fällt da jetzt zumindest für diese, für diejenigen, die jetzt auf die Straße gehen, fallen da ja die Punkte weg. Wenn die Grundrechte wiederhergestellt sind, ist ja alles wunderschön. Und wenn wir nicht auf die Straße gehen, die irgendwelche sozioökonomischen Forderungen haben, die gerade eben nicht umgesetzt werden, dann bleiben die Straßen halt leer, ne? Ja, also ich denke, die Demos selber, die werden natürlich irgendwann abflauen, wie das eben bei dieser Art von Bewegungen ja auch passieren muss. Nur die dahinterstehenden Stimmungen, Diskurse und vor allem auch Medienportale, die werden nicht weggehen. Und da werden auch Organisierungen daraus entstehen. Ich meine, wenn man sich diese gigantischen Einschaltquoten anschaut, die eben entsprechende Kanäle im Moment haben, das ist keine Eintagsfliege. Wenn man sich anschaut, wie reduziert die Glaubwürdigkeit offizieller Kanäle ist, regierungsseitiger Kanäle ist und so weiter und so fort, und ja schon seit Jahren und ja oft auch aus sehr gutem Grund, dann schlägt sich das natürlich auch nieder. Und Jens, du hattest anfangs gesagt, dass eben auffällig viele Klimaleugner auch auf diesen Demos unterwegs sind. Und das ist natürlich auch keine Überraschung, weil diese ganze Ablehnung von Wissenschaftskursen... Das macht Angst. Vor allen Dingen, wenn du dir mal die USA anschaust, die ja da so einen zeitlichen Vorsprung gegenüber uns haben, auch was jetzt hier den Medienwandel angeht. Dort ist daraus die Tea Party-Bewegung und die Alt-Right geworden, die letztendlich Trump dann ins Amt auch indirekt gehievt haben. Und wenn das unsere Zukunft ist, oh je. Ja, ich glaube, für diese ganze Formierung, die ihr jetzt gerade angesprochen habt, also einerseits die Lockerung des Lobby im Bundestag, die AfD und FDP sind, dann diese Demonstrationen, die jetzt stattfinden, die sehr heterogen sind. Aber es gab auch nochmal in diesem Kontext, glaube ich, ganz wichtig, einen Aufruf von Bischöfen, die relativ ranghohe Bischöfe, die eine Erklärung gemacht haben, die auch von der Versuch, die Weltherrschaft an sich zu reißen, gerade reden. Das ist ein Netzwerk von rechtsradikalen Bischöfen, tatsächlich wirklich rechtsradikale, die ja den Papst absolut hassen, ja, weil der Papst ja ein bisschen liberale, soziale, ein bisschen kapitalismuskritisch gerade unterwegs ist. Mhm. Also da entstehen tatsächlich auch ganz neue Netzwerke und für Querverbindungen in politischen Lagern. Ich will noch mal eine letzte Sache noch was sagen zu dem, was du Flo gesagt hast. Wir sind gigantischen Einschaltquoten. Klar gibt es das. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob die etablierten Medien weiterhin an Einfluss oder an Legitimität verloren haben. Mein Eindruck ist, dass es eher das Gegenteil ist. Ich sehe gerade in meine Filterblase, auch wenn die sagen, oh, ich habe wieder mein Vertrauen in den Medien wieder gewonnen. Ja, ich finde da so viele gute Sachen wieder. Leute schauen viel mehr Tagesschau, Leute lesen viel mehr Zeitungen, weil eines darf man auch nicht vergessen, dieses Geschichte mit Corona betrifft ja jede und jeden in der Gesellschaft. Jede und jeden beschäftigt sich damit. Ja. Vor allem darfst du nicht vergessen, dass einige alternative Medien, um Himmels Willen nicht alle, aber einige sich ja nun auch keineswegs mit Ruhm bekleckern und dass gerade eben diejenigen sind, die diesen Diskurs außerhalb der Mainstream-Medien da momentan leider bestimmen. Aber ich muss sagen, es gibt eine allgemeine politische Beschäftigung in der Gesellschaft, deswegen eigentlich geht gerade alles richtig hoch. Ja? Also du sprichst mir die einzelnen... Beiträgen, KenFM hatte 3 Millionen Beitrag, die MyLab hat 6 Millionen. Ja? Ja. Die sagt Corona, wir sind erst am Anfang und diese Team Drosselinie fährt, ist auch eine Bloggerin. Ja? Also das muss man ein bisschen im Verhältnis sehen zu der allgemeinen politischen Interesse, den es in der Gesellschaft gibt. Klar, obwohl MyLab ja zum öffentlich-rechtlichen Sektor meines Wissens gehört. Inzwischen, von daher würde ich das... Okay.
Okay, vielen Dank, Jens, dass du heute dabei warst. Es ist ein sehr kompliziertes Gemengenlage, wo wir versuchen, uns auch zu orientieren oder auch euch Zuschauer und Zuschauer vielleicht Orientierung zu geben. Wir freuen uns auch über eure Kommentare. Wir lesen alle Kommentare und werden weiterhin versuchen, in den kommenden Wochen in diesen wirren, komplizierten Gemengenlage uns mit unseren Schiffen durchzufahren. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund.